Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, in der letzten Folge haben wir hier noch ein bisschen erweitert für die Zukunft. Hier müssen wir noch die Schilder anbringen, was genau überall ist. Hier ist der Iron, hier ist Redstone. Und die fangen auch schon ganz fein an hier zu arbeiten. Wir haben einiges an Iron Amber, plus die Smeltery hat natürlich nicht die Höhe, die sie haben soll am Ende. Bedeutet, wir werden die jetzt noch vertiefern in unseren Keller. Dazu gehen wir natürlich hier runter und hier steht immer noch ganz viel im Weg eigentlich. Und werden hier anfangen mit dem bereits ergatterten Zeug zu erweitern. Das sind 44 Stückchen. Und die Ecken brauchen wir ja nicht. Das ist ein Vorteil. Wir werden an der Front... Wir können jetzt hier im Boden mal vielleicht aussehen am Anfang. Ich werde das doch in den Boden reinsetzen. Ich habe am Anfang überlegt, dass ich es nicht mache, aber ich werde es doch machen. Dies 3x3. Habe ich jetzt zu weit gebaut? Ja, habe ich. Geil. So, jetzt könnte ich hier vorne rein theoretisch wieder Stone setzen. Hätte ich Stone. Bedeutet, hier kommt dann seitlich der Adapter hin für das Zeug. Ich weiß gar nicht, wo bei mir jetzt eigentlich die... Habe ich noch irgendwo Bittlestone? Ich schau mal schnell, wo ist die rauf, weil ich muss wissen, wo ich genau meinen Lava-Bit hingesetzt habe, weil ich werde das nach unten erweitern. Letztendlich muss ich ein bisschen Stone abholen, wenn ich noch was habe. Ja, perfekt, okay. Die läuft hier wieder, das läuft an der Kante wieder. Hier haben wir dann den Adapter und hier haben wir das Zeug. Okay. Nur, dass ich weiß, wo ich am Ende was machen muss, ist das gleich gar nicht doof. Und dann lassen wir hier frei, dann setzen wir hier weiter runter. Und wir erweitern währenddessen hier schon mal den Bau. Weil es ja alles doch relativ groß jetzt. Aber wir können halt dann dementsprechend am Ende so viel smelten, wie wir gerade auf Bock haben. Das ist gleich auch gar nicht doof, wenn man einfach keine Limitierung hat, was die Größe von der Smeltery angeht. Und dann werden wir auch so viel wie möglich damit smelten. Und von daher werden wir jetzt hier mit dem restlichen Blocks noch im Weg außen umsetzen. Einfach damit wir um die Smeltery schon mal rumkommen. Die Automatisierung wird ja dann auch noch abgehen in Zukunft. Und da wäre dann natürlich Weg außen rum nie schlecht. Vor allem, wenn wir hier ein bisschen Licht haben. Ist die Smeltery so dunkel. So. Weil die Smeltery, wenn man sie uns so anschaut, wird schon verdammt groß. Also die wird echt riesig. Du bist immer noch brav an Smelten, ja. Schaut gut aus. Du kriegst von mir jetzt ein bisschen Wood rein. Ich tausche schnell dein Wood aus. Ich nehme dir das, du kriegst das. Zack. Und jawohl. Ein bisschen Eisen. Eisen ist nie schlecht. Finde ich zumindest. Ihr merkt, ich konzentriere mich gerade auf ein paar andere Sachen wie sonst. Einfach weil ich denke, wir müssen uns um die Sachen jetzt mal kümmern, damit das einfach gut läuft. Eisen läuft schon wieder einwandfrei. Das System läuft auch gut. Muss man sagen. Der Redstone, wenn wir auch bald Redstone mehr sind und alles machen können, wieder im Overflow. Ich werde die Automatisierungstechnik jetzt hier schon mal abbauen, weil die brauchen wir nicht mehr. Und dann muss ich das nicht mehr hin. Dann kann ich die Kanten hier auch schon mal abbauen anfangen. Die wir ja nicht brauchen. Hallo, Keller. Dann sieht man auch besser, wie die Form ist. Und ich kann nach unten schon mal erweitern mit dem Zeug, was ich auch noch gerade aus dem System rausschmeiße. Es ist eh, ich will sowieso alles eigentlich im System dann drin haben, weil dann muss ich nur noch über das System arbeiten. Das wird eh am besten am Ende sein. So. Wenn ich jetzt gucke, müssten wir doch bestimmt noch... Ah, schätze mal fast durch. Noch ein paar Nuggets, Gems. Ganz ehrlich, die paar Nuggets da, das ist mir jetzt eigentlich denn
Wir breaken jetzt die Smeltery. Und brechen die einfach durch, weil ich will die jetzt fertig kriegen und weiterbauen. Und dafür muss ich das ganze System nach unten versetzen. Wir erweitern das Ganze jetzt einfach in den Keller. Hui, noch größeres Smeltery. Also man kann auch übertreiben, aber ich finde nicht, dass ich übertreibe. Weil so groß ist die jetzt dann auch nicht. Nee, nee, die ist klein. Klein und fein. So. Genau, hier soll dann noch der Durchlauf hinkommen. Oder dich brauche ich auch raus, weil ich will schauen, dass ich so viel wie möglich davon mache. Zack. Der Computer muss hier unten rein, bedeutet, ich muss eh wieder hoch. Schauen, wie es mit meinem Grout läuft, wie das gut verarbeitet wird. Ah, schon wieder 38 drin, perfekt. Dann kriegst du noch den Rest vom Grout. Und wenn ich jetzt mal schaue, habe ich Glas im System? Habe ich nicht, schade. Weil wenn ich schaue, wenn ich hier schaue, Tank. Dann brauchen wir den hier und dafür brauchen wir Glas. Und dafür müsste ich schnell ein bisschen Glas brennen. Dafür brauche ich natürlich Sand. Dann nehme ich dich mal hier raus und du kriegst ein bisschen Sand von mir. Euch tue ich noch das restliche Ground geben. Ich wandle nochmal 64 davon um. Das ist dann 16 Blocks. Den Rest behalte ich mir jetzt erstmal vor. Ich nehme den Computer hier raus. Den brauche ich hier unten, damit ich auch das System dranhängen kann. So. Und dann kann ich den Rest schon zumachen. Perfekt. So wollen wir das. Dann kommt hier danach, wir können ja hier dann schon mal. Ich überlege gerade, wo ich am besten die Anbauten hinmache. Aber fürs Erste würde ich sagen, machen wir die einfach hier rein. Sachen. Ich muss natürlich jetzt aufpassen, damit ich nirgends runterfall, weil das wäre jetzt mega kacke. Wenn ich jetzt hier runterknalle, das wäre nicht so fein. Hier alle wird abgezogen. Damit ihr nach unten geht. Unten werden wir dann eh wahrscheinlich immer mehr verbauen. Also ich glaube nicht, dass das die einzigen bleiben werden. Ich glaube eher, dass ich sogar noch ein paar schnell produziere, weil es sind jetzt. Hier sind die Teile. Ist hier Drain? Suchen wir nach Drain einfach. Drain. Hier ist hier Drain. Ich wollte noch ein paar Seed Drains haben, bitte. Also mindestens 3 Stück. So. Weil die platziere ich jetzt einfach außen rum auf der Höhe, weil dann kann ich da drunter sozusagen den Abfluss machen, alles. Und auch so vielleicht so eine Zwischenchest einfach bauen. Die sind nach innen offen, perfekt, okay. So. Die anderen 3 noch. Zack. Dann kann ich zum Beispiel einen finden, nur für Eisen. Ah, scheiße, geht ja nicht. Ich wollte gerade sagen, noch wenn ich nur einen für Eisen. Wird super funktionieren und so. Tanks auffüllen. Ich habe jetzt zwar noch einen, den lasse ich nochmal, falls ich irgendwann halt wirklich mehr brauche. So. Und jetzt hat. Bauen wir schnell die Drain. Ah ne, jetzt brauche ich gar nicht. Ich glaube, das brauche ich gar nicht. Ich brauche die Tanks. Tank. Oder dann den hier. Hey, ich wollte davon mehr haben. Wieso? Ist doch unfair. Okay, die sollten hoffentlich reichen.
verbinden sich leider nicht so cool, wie ich es mir hoffte. Ich hätte halt gehofft, dass die sich richtig geil verbinden am Ende noch. Aber nope. So, Smeltery ist aktiv. Hat doch tonnenweise Lava jetzt hier drin. Das ist natürlich auch geil. Und jetzt kann ich fürs Erste wieder, wo ist... Heißt es nicht dabei? Doch, hier, den Hopper. Das ist ja nicht jetzt am Anfang das Ziel gewesen, aber ich kann jetzt den Hopper rein theoretisch hier fürs Erste mal hinsetzen noch. Dann tue ich jetzt hier ganz gemütlich erstmal das rein. Das läuft hier ganz gemütlich raus. Riesen. Wie viele Ingots passen hier rein? 184. Holla, die Waldfee. Das ist natürlich Kampfansage. Wir haben hier die riesige Smeltery jetzt. Was natürlich auch mega geil ist. Ich brauche noch ein bisschen Kobbel. Ich wollte von dem ein bisschen Kobbel absaugen. Damit ich hier einfach das Zeug zumachen kann. Ah ne, dafür würde ich Half-Slips, scheiße. Dafür brauche ich hier Half-Slips, da war was. Hier oben wird ja noch alles mit Half-Slips bearbeitet, scheiße, das wurde vergessen. Im Grunde haben wir jetzt die fetteste Smeltery unseres Lebens, fürs Erste. Wir tun unten jetzt noch ein bisschen ausbauen, schnell. Damit wir dann unten die Verkabelung auch dran setzen können. Die Verkabelung wäre natürlich auch praktisch, wenn wir machen können. Also ich würde mindestens hier bitte zwei rausgehen. Einfach damit ich ein bisschen Platz habe. Es fühlt sich um einiges sicherer an, das könnt ihr mir glauben. Wenn ein bisschen mehr Spielraum hat zum Rumlaufen. Wenn man so scheiße ist im Laufen wie ich. So. Bald müssen wir auch mal eine Monsterfarm dann designen. Da kenne ich noch meine alten Designs. Die sollten dann auch funktionieren. So. Und dann machen wir jetzt hier die Abflüsse. Ich werde es mal nur hier wieder. Und rein theoretisch sollte es ja reichen, wenn die hier unten stehen, oder? Rein theoretisch, ich bin doch dumm. Noch eher ins Höhe. Weil immerhin. Zack, zack. Und der Casting wird in die Mitte. Immerhin sollen ja dann die Cable hier noch dran kommen. Und dadurch, dass wir hier. Dann hoch und rumfahren. Geht es runter und dann geht es ja hier an die Import- und Export-Cable dran. So. Jetzt schauen wir nochmal in unserem System drin, ob wir noch Export-Cables haben. Ein Storage. Ah, scheiße, ich brauche einen Import. Import brauche ich. Ja, da haben wir noch ein paar Import-Cables. Die platzieren wir direkt mal hier. Schaut so scheiße aus, aber useful. Wenn ich jetzt sage, ich will Blocks importieren. Dann sollte das ja hoffentlich funktionieren, oder? Hoffe ich mal. So, der ist jetzt dann gleich voll. So, links, rechts kommt dann hier so ein Aufgang hoch. Zack. Schauen wir mal. Die müssen ja dann rein theoretisch, wenn sie fertig sind, importiert werden, wenn ich mich jetzt nicht irre. Dann machen wir das automatisiert und fertig. Hihi. Und? Import? Import. Ach, come on, sag nicht, dass die jetzt nicht importiert werden können. Das ist doch jetzt blöd. Neue Idee. Ach, kaputt, scheiße. Warte mal, ha, ich habe eine Idee. Ich habe jetzt eine mobile Reparaturanlage dabei. Geil. So. Wenn ich rein theoretisch
haben doch noch ganz viele. Also ich brauche auf jeden Fall eine Chest, die habe ich hier. Und dann brauche ich Hoppers. Warum will ich jetzt auf einmal suchen? Klicken wir doch einfach hier hin und machen noch Hopper. So. Sollte jetzt funktionieren, wenn ich jetzt rein theoretisch. Kabel, das ist ein Storage-Import-Hopper. So. Zack, weg. Und hier drin. Und der sollte das doch dann rein theoretisch machen, oder? Storage-Import. Vielleicht hätte ich die auch einfach... Okay, wait a second. Bevor wir jetzt hier das wirklich dauerhaft so durchziehen, will ich hier nochmal so ein Kabel dran haben. Den auf Whitelist stellen. Also auf Blacklist. Sozusagen, er soll alles importieren, was er findet. Das wäre natürlich der nächste Fehler. Das wäre der nächstgrößte Fehler, den ich hätte machen können. Oh. Dann tun wir hier vorne irgendwie so eine Autoklicker-Funktion noch hin. Das sollte funktionieren, eine Redstone-Funktion oder sowas. Schauen wir mal, ob ich da noch... Ob es da neue Techniken gibt, dass du das automatisch durchlaufen lässt. Dann aktiviere ich die halt, wenn ich viel Eisen rein tue, zum Beispiel. Und, ja. War klar. Ich bin einfach zu blöd dafür. So schaut das. Oh, Mann. Dann kommt hier wieder ein normales Kabel hin. Man muss einfach umstellen. Blacklist. Blacklist. Auch schon mal auf Blacklist umstellen. Warum ich so viel einfach mache? Weil ich einfach denke, warum nicht? Wir haben die Möglichkeit dazu. Bedeutet, hier sind jetzt 16 Blocks drin. Und die werden hier schön abgefüllt und dann direkt importiert. Was Besseres gibt es doch nicht. Eine fette Smeltery. Für tonnenweise Import. Jetzt machen wir da noch ein Import-Cable hier dran. Wo wir automatisch Sachen importieren können. Und dann sollte das alles automatisiert in Zukunft laufen. Also rein theoretisch. Ich hoffe es halt, ne? Jetzt seit 84. Jetzt checken wir es nochmal, wenn wir dann. Und weg. Und im System drin wahrscheinlich. Wenn ich jetzt hier natürlich gucke, dann gucken wir unter Iron. Genau. 5 Dinger sind schon drin. Kann ich jetzt nehmen, umwandeln. Noch mehr, perfekt. Dann würde ich sagen, Leute, war es das für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde in der Zwischenzeit schauen, dass ich oben ein bisschen mehr ausbaue, unsere Bonsai-Top-Pots. Und dass wir einfach bis zum nächsten Mal eine höhere Automatisierung vielleicht schon haben. Sollte hoffentlich gehen. Ihr seht schon, wir sind ja eigentlich relativ gut dabei, wenn wir es uns so anschauen. Aber ich denke, wir werden hier noch auf jeden Fall Diamanten hin platzieren. Und durch die Automatisierung der Eisenfarm geht das jetzt halt auch um einiges besser. Dass wir auch einfach besser Hopper kriegen und alles. Und dann werden wir schauen, dass wir in Zukunft einfach noch mehr automatisieren. Und einfach noch mehr von hier oben wegkriegen. Dass wir hier oben eine schöne, schöne Welt haben. Also, bis dann. Ciao.